Moderner Nahverkehr RB40 nach Köblitz Hauptbahnhof. Zum Fahrplanwechsel 2014-2015 trat im Verkehrsverbund Köblitz-Altenburg ein neuer Verkehrsvertrag in Kraft. Die zwei größten Neuerungen sind die Einführung von Liniennummern und der Einsatz von neuen Lind 41 Triebwagen. Diese verkehren fortan auf der RB40 Hoswen nach Widder-Köblitz-Altenburg und der RB50 Widder-Rolde. Sie übernehmen in diesem Sonntagmorgen die ersten Verbindungen des Tages von Hoswen nach Köblitz. Abfahrt in Hoswen ist um 9.01 Uhr. Ob man hier von modernem Nahverkehr sprechen darf, bleibt dahingestellt. Für diese morgendliche Leistung wird am Abend zuvor eine Lehrgarnitur in Widder abgestellt. Fehlende Einspeisung über Nacht in Hoswen. Sie stehen in Widder auf Gleis 4806. Es geht zunächst als Lehrtriebwagenfahrt DLT 84340 nach Hoswen. Ankunft 8.58 Uhr. Dort wechseln Sie den Führerstand und fahren um 9.01 Uhr als RB40 zurück nach Köblitz. In Köblitz Hauptbahnhof muss der Zuganschluss auf Gleis 2524 abgestellt werden. Da es die letzten Tage kräftig geschneit hat, konnten die Güterkunden an der Strecke nicht bedient werden. Dies wird daher heute am Sonntag nachgeholt. Das Wetter hat sich Gott sei Dank beruhigt und es wartet ein wundervoller Wintertag auf Sie. Die beiden technisch gesicherten Bahnübergänge zwischen Widder und Hoswen dürfen erst nach vollständigem Schließen der Schranken passiert werden. Auch wenn das Signal BÜ1 bereits vorher die Befahrung des Bahnübergangs zulässt. Das Einfahrtsignal des unbesetzten Bahnhofes Widderfen zeigt Dauerhalt aus Richtung Widder kommend. Daher leuchtet am Signal das Ersatzsignal Z1 auf. Die Höchstgeschwindigkeit im anschließenden Weichenbereich beträgt 40 Stundenkilometer. Hinweis: Das Szenario wurde mit ausgeschalteter PCP erstellt, da es streckenseitig zu viele Fehler gibt und es zu ungewollten Zwangsbremsungen kommt. Der Fahrplan ist aber entsprechend so ausgelegt, dass nach den PCP-Prüfungsgeschwindigkeiten gebremst werden kann. Zwangsbremsung sieht er aber nicht vor. Es empfiehlt sich daher, die PCB komplett ausgeschaltet zu lassen. So, nach diesem schönen super Text, den ich hier gerade vorgelesen habe, begrüße ich euch erstmal zu einer neuen Folge von Trendsimulator 2015 und somit auch wieder der Start auf meinen YouTube-Kanal. Ja, mit 16 Tagen oder 15 Tagen Verspätung, das lag daran, weil meine Stimme im Arsch war. Ich habe mir so eine bescheuerte Grippe eingefangen und da ging die Stimme sowas von den Flöten. Ich wollte dieses Szenario letzte Woche schon aufnehmen, aber da hat es mit den Lesen gescheitert mit der Stimme und das bitte ich zu verzeihen. So, wir fahren heute mit der Baureihe 648, auch bekannt als der Lind 41. Und der kam vor ein paar Wochen oder Monat raus auf Rail Traction. Dieses Szenario ist von TTB, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Und ihr hört, meine Maus ist immer noch da. Ich werde mir demnächst eine neue Maus bestellen. Ich gucke nochmal nach gute Empfehlungen nach Mäusen. Weil das Klicken ist ein bisschen nervig. Das ist mir auch oft aufgefallen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten das Szenario jetzt mal. So, und wie ihr seht, wir haben Rot und wir sind im Köblitz-Bergland Version 3. Eigentlich sollte dieser Motor aus sein, aber das ist ein Bug. Den kann man verhindern, indem man im Editor geht und das so einstellt, dass man nicht gleich im Führerstand sitzt, sondern erst draußen. Also, dass man praktisch die Sicht erst draußen hat.
So, wir würden mal sagen, wir stecken jetzt mal den Schlüssel ein. So. Die Tastenkombination ist bei mir jetzt anders. Ich habe die vom Resym.de runtergeladen. Da wurde die geändert in VR-Version. Finde ich sehr praktisch. Finde ich auch besser so. Die Tür öffnet man jetzt nicht mit Steuerung B, sondern mit Steuerung T. Finde ich allgemein toll. Man kann auch hier mit der Maus umschalten. Ich finde das mit der Tastatur Modus viel besser und wir sollten mal langsam hin und machen, weil wir haben gleich Abfahrt. Natürlich müssen wir jetzt mal den Motor starten. So. Ich weiß, er ist zwar schon gestartet, aber das ist immer so eine Sache bei diesem Bug. So, mit Shift L machen wir noch hier unsere Instrumentbeleuchtung an. Lösen die Bremsen sind gelöst. Wir machen Siefer an. Und die PZB, ja, ich bin so lebensmüde. Wir machen PZB, ich fahre immer gerne mit PZB und es wird immer so bleiben. Wir machen auch hier unser Licht an. Wir stellen mit Steuerung 0. Ich weiß nicht, wie das bei der alten Version war. Eben nicht, mit Shift 0 auf Dienstfahrt. Steuerung 0 war zurück. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal ab. Nachdem ich natürlich einmal nach vorwärts gestellt habe. Und so, stelle es hier auch noch um. Ich mag das immer, wenn das so hier anzeigt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer besser. So, wir dürfen 40 fahren. Ich mache auch mal hier Dings an. Nein, wir dürfen 20 fahren. Ich bin hier auf dieser Strecke seit Monaten nicht mehr gefahren und von daher kenne ich die Strecke nicht mehr so. Deswegen fahre ich lieber mit diesem Navigator hier. Und ja. Also die Baureihe 648 ist das halt einer meiner Lieblingsfahrzeuge, muss ich ehrlich gestehen, weil es macht so viel Laune, dieses Fahrzeug zu fahren. Das erinnert mich immer an die Baureihe 642, auch bekannter Name als DeSiro. Und befreien uns hier mal. Und ich kann eigentlich hier nicht meckern. So, ich bin mal gespannt, ob wir Zwangsbremsungen kriegen. Wie sind da, haben wir einen Fahrplan? Könnte ein bisschen schwierig werden heute. Aber egal. Für die PCB ist es für mich kein Problem. Ja, ich sehe gerade einen Fehler. Ich hatte damals hier dieses DB-Track runtergeladen für Köplitz und hier. Die Textur, Wintertextur fehlt. Finde ich ein bisschen blöde. Aber was willst du machen? So, wir dürfen jetzt hier gleich nur 10 fahren. Mein Mikro lauter, meine Kopfhörer lauter machen. So. Das ist ein bisschen blöder jetzt, mit den 10 km/h. Ich hoffe, wir halten unseren Fahrplan noch ein. So, Schranken sind zu. Das ist gut so. Und wir dürfen gleich 60 fahren wieder. Das Szenario fahre ich heute wirklich zum ersten Mal. Ich bin es noch nie gefahren. Ich weiß aber, dass es Ansagen gibt vom Mozart. Ein sehr bekannter sogar. Macht auch sehr gut Ansagen, muss ich sagen. Für Omni 2 auch.
Also nicht schlecht. Ist der erleichtert. An Anfang ist es ja Wahnsinn. So, jetzt sind wir bei 60 fahren. Ich überlege, ob ich mal einfach mal aus diesmal. Ich finde, ich habe mich seit irgendwie so dran gewöhnt, so zu fahren. Aber naja. Es wird keine einfache Fahrt, wenn es schon heißt, dass es Zwangsbremsungen gab. So, jetzt müssen wir gleich wieder 40 fahren. Ich weiß nicht, ob da ein Magnet lag. Und 10 müssen wir auch durchfahren. Man sehen da drüben. Hier schön Fluss hier noch überqueren. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht so, weil obwohl man sieht es ja nicht so richtig, oder? Keine Ahnung. So in 10 fahren. Die blöden Schranken. Auch mal gleich die magnetische Bremse hier rein. Bremse löst dich. Ich weiß nicht, ob wir pünktlich ankommen, aber eigentlich müssten wir ja eigentlich ankommen. Ja, die Grafik habe ich vorhin spontan noch schnell geändert, weil ich hätte die ganz unten gehabt wegen einer besonderen Strecke, die ich seit gerne fahre und auch Aufgaben erstelle. Kann ich euch nicht verraten, was es für eine Strecke ist, aus Sicherheitsgründen. Deswegen habe ich die Einstellung unten gehabt. Ich habe die jetzt spontan nochmal schnell hochgeschraubt. Ich habe jetzt also nicht getestet, wie die Performance ist. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie die Ruckler sind. Also dort bitte ich schon mal vorher zu entschuldigen. Aber ich denke mal, das wird hier super laufen. Okay, dann haben wir gleich Rot erwarten. Mal spannend. Aber ich frage mich gerade wirklich, warum es zu PCB-Zwangsbremsung gekommen, wenn hier kein Magnet hebt. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, obwohl die Strecke hat auch PCB-Magnete. Ich bin ja schon mal damals die Strecke von den Köpelsberg, da hatte ich eigentlich auch nie Probleme. So, Signal erteilt, das heißt, wir haben jetzt eine Erteilung fürs Überqueren des alten Signal. Ich weiß jetzt nicht, ob das P war, aber egal. Und das bedeutet auch, wir dürfen dieses Signal nur mit Befehl 40 bei mindestens 25 Stundenkilometern überqueren. Obwohl hier kein Einfluss ist, da es hier kein Magnet gibt, aber wir machen es mal vorschriftsmäßig. Wenn da jetzt ein Magnet wäre, dann würde da längst stehen Befehl 40, also hier, würde das weiß aufleuchten, aber da wir keine Magneten am Signal haben, wird das auch nicht auftauchen. Wir hätten das einfach ohne Befehl 40. Ohne Befehl 40 zu drücken, überqueren können. So, jetzt müssen wir doch dieses Ding anmachen, weil so komme ich hier auch nicht zurecht. Ich bin so lange nicht mehr gefahren.
Aber es sind noch 3 Kilometer und wir haben gleich schon wieder Abfahrt. Wann haben wir Abfahrt? 9:01 Uhr. Okay.